Hey Leute, willkommen zurück hier in Boletaria und in Demon's Souls auf der PlayStation 3. Wir haben ja hier schon einen Shortcut aufgemacht, aber ich glaube, ich habe hier noch irgendwas vergessen. Ich konnte nämlich da noch irgendwo so einen Balkon nach unten abwerfen. Da werde ich dann gleich noch mal gucken. Wir müssen ja sowieso noch mal rauf, um da oben weiterzumachen. So, aber dazu muss ich erstmal wieder alle diese Typen hier erledigen. Übrigens, jetzt mache ich hier mal einen kleinen Ausflug in die Welttendenzen. Dieses Tor hier, das öffnet sich, wenn man irgendwie die Welttendenz hier auf reines Weiß bekommt in diesem Gebiet. Dazu muss man, ja, oder ich fange mal ganz von vorne an. Es gibt hier in Demon's Souls sogenannte Welttendenzen, die reichen von Schwarz bis Weiß. Man startet hier neutral. Und dann gibt es eben, ja, wie soll man sagen, ja. Ein helles Weiß, ein mittleres Weiß und ein ganzes Weiß. Oder ein ganz helles Weiß. Und dasselbe gibt es dann auch noch für Schwarz. Also drei Stufen Schwarz, drei Stufen Weiß und in der Mitte dann eine neutrale Position. Und je nachdem, wie sich die Welttendenz bewegt, also in Richtung Schwarz oder Weiß, gibt es ein paar Events oder ein paar Gegner oder NPCs, mehr oder weniger. Oh, jetzt wollte ich hier so mit. Wollte ich hier. Nicht so geklappt. Ich quatsch zu viel, merke ich schon. Ich sollte mich mehr konzentrieren hier. Je nachdem, in welche Richtung sich die Welttendenz bewegt, Richtung Schwarz oder Richtung Weiß, beeinflusst das hier eben die Ereignisse innerhalb der verschiedenen Welten. Auch bestimmte Gebiete, die sich dadurch öffnen oder eben nicht öffnen. Also, und da unten diese Tür ist so ein Gebiet. Und was beeinflusst jetzt hier diese Tendenzen nach Weiß und nach Schwarz? Da gibt es verschiedene Faktoren. Einmal, wie oft man hier in Seelengestalt stirbt oder in menschlicher Gestalt. Wenn man in menschlicher Gestalt stirbt, bewegt sich die Tendenz eher zu Schwarz. Und so kann ich nicht mehr wegspringen. Und bei schwarzer Welttendenz sind die Gegner schwerer, aber man bekommt auch mehr Seelen und mehr Upgrade-Material. Ich werde aber versuchen, hier die weiße Welttendenz zu erreichen. Das heißt, ich werde fast immer hier in Seelengestalt durchlaufen. Da habe ich halt weniger Gesundheit. Aber weil ein paar NPCs sich eben nur finden lassen, wenn man eine weiße Welttendenz hat, wollte ich das gerne mal probieren. Ich habe nämlich nicht alle NPCs gefunden und befreien können in meinem ersten Durchgang hier. Weil ich halt paar Mal
aus Unwissenheit, woher soll man es auch wissen, in Seelen in oder in menschlicher Gestalt gestorben bin hier. Ach, komm. Wahrscheinlich droppst du jetzt noch was? Nee. Genau. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schwurbelig erklärt und ihr habt es jetzt nicht verstanden. Die Seelentendenzen lassen sich, oder die Welttendenzen lassen sich auch dadurch ändern, indem man im Multiplayer hier einen Host besiegt. Würde man das hier bei Dark Souls so nennen? Na. Aber nachdem man ja hier kein Multiplayer mehr spielen kann, in dieser Version jedenfalls, ist das etwas irrelevant. Also ich glaube, ganz schwarz kann man kaum mehr. Ja, oh mein Gott. Dann mache ich es halt doch auf die Ferne hier. Verschwende hier ein paar von meinen, von meinem Mana. So. Und wenn man eine schwarze Welttendenz hat, dann überfallen einen auch manchmal NPCs als. Hab ich gedacht, ich fall schon hinterher hier. Als schwarze Phantome, als sogenannte. Ja. Ja. Wieso sind die jetzt alle hier so tanky? So. Wo war denn dieser blöde Balkon? Ah, muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das war, wenn man da runtergelaufen ist irgendwie. Zu dem Shortcut, den wir da aufgemacht haben. Schießt er mir in den Rücken, ist mir jetzt aber egal. Na? Komm, nimm mal dein Schild runter hier. Ja, und heilen wolltest du dich auch noch, genau. So. Jetzt werden wir dann gleich hier reingehen, aber wie gesagt, ich wollte hier nochmal gucken. Ich weiß nicht genau, ob das hier war. Bin mir nicht ganz sicher. Genau, springt euch mal selber in die Luft. Jop. Habe ich weniger Arbeit. Nicht genau, das. Ja, genau, hier dieser Balkon, den hatte ich vergessen. Ich brauche unbedingt ein besseres Schwert hier mal. So. Kann ich nicht hier irgendwas runterschlagen und da fällt dann hier Beute runter. Genau. Die müssen wir aber nachher aufsammeln. Ich hoffe, dass ich zwischendurch nicht sterbe. Das Blöde ist nämlich hier ab und zu, wenn man was nicht aufsammeln kann gleich. Speziell, wenn man vom Gewicht her überladen ist und dann nichts mehr aufnehmen kann. Da hat man nämlich Pech gehabt. Wenn man nämlich wieder dahin kommt, dann ist das weg. So. Jo, jetzt sehen wir hier unten schon auf diesem Podest den ersten NPC, mit dem wir reden können und seine Questline damit starten können. Das ist der Ostrava, heißt der, glaube ich. Hallo? Ah, super. Den erledige ich gleich mal hier. So.
Ne, hier gibt's nichts zu finden. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo hier was gelegen ist. So, und jetzt hüpfen wir mal zu dem hier runter. Genau. Und dann können wir mit dem nämlich gleich schon mal reden. Der springt auch von alleine da runter, wenn man hier dann die Gegend erkundet. Aber von hier oben kann man die Gegner da unten eigentlich relativ easy wegschnatzen. That was a bold jump. A surprise indeed. Well, now that you are here, pray thee, fend off these dreglings. Wie sieht denn der eigentlich aus? Coole Rüstung. Cooles Schild vor allem hier. That was a bold jump. Well, now that... So, ein Ring des Diebes. Der ist auch nicht schlecht, der Ring des Diebes. Den können wir gleich mal anlegen. Der macht es Gegnern schwerer, einen zu erkennen. Also verbessert die Tarnung von Feinden, steht hier. Wenn man sonst nichts anderes anzulegen hat, ist der eigentlich der Ring der Wahl. Muss ich mein frisches Gewürz wieder hier einwerfen. Ah, ich hoffe, die droppen ein bisschen was. So, waren sie das alles? Ich glaube, das waren alle. Ja, jetzt springt er hinterher. Okay. Ah, Terpentin. Mit Terpentin kann man seine Waffe mit Feuer ausstatten. Sichelmondgras. Oh, da hinten liegt auch noch was. Unbekannte Kunden. So, und jetzt reden wir nochmal mit ihm hier. My thanks for your brave rescue. I am Ostrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Ein Messingteleskop. Damit können wir weit entfernte Dinge irgendwie angucken. So. Oh je. Oh mein Gott. Nur so in engen Durchgängen hier. Oh. Ja, mein Schwert ist echt pupsig. So. Der Ostrava kann sich jetzt mal selber hier um seine Gegner ein bisschen kümmern. Der ist ja so ein Depp. Ich sammle hier erst nochmal Loot auf. Seine Questline ist mir allerdings auch nicht so ganz klar. Weil er stirbt dann sowieso. Also ich wüsste gar nicht, ob man den überhaupt retten kann irgendwie. Jetzt haben wir hier einen Soldatenlotus gefunden. Der ist gut für Vergiftungen, weil es gibt hier auch, wie in allen frommen Software-Spielen, auch giftige Seen. Komme ich da nicht hin? Gibt es hier eigentlich was zum Einsammeln da unten? Ja. Doch mal mein Gewürz. Wo ist denn der Ostrava jetzt hin? Da oben läuft er rum. Muss ich jetzt die alle alleine hier erledigen oder was? Der könnte ja auch mal was tun. Anstatt hier dekorativ rumzulaufen. Komm mal hier runter. Now I must go. There is... Okay, dann kümmere dich mal um deine Sachen. Oh. Na, will mal einer hierher? Aber immer nur schön einer nach dem anderen. Ich will hier nicht fünf auf einmal. Oh. Ah, nein, 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 nein. Ah.
muss dann doch irgendwie auf meine Zaubereien zurückgreifen, wenn ich das hier nicht hier stundenlang in die Länge ziehen will. So. Ich will das Item da hinten haben. Oh, nee, nee, nicht so viele. Nicht so viele. Nicht alle auf einmal hier. Hier kommt alle noch dran. So. Hasch. Steinscherbe 3 und Schafsteinscherbe 3 Stück. Damit können wir schon mal unser Schwert upgraden, meine ich. Oder braucht man da 4? Ich weiß es jetzt gar nicht. So, was? No matter how far I venture, only the soul. Is there a single sane person left in Boletaria? Jo, ich bin doch hier. Hallo? No matter how far, is there a single sane person left in Boletaria? Ich muss mich da auch nochmal schlau machen, wie diese Questline hier weitergeht vom Ostrava. Weil der redet jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich mit uns. Aber ich glaube, wie gesagt, der stirbt dann irgendwann. Ich habe ja da so ein Krummschwert gefunden. War das jetzt besser? Immer hier mit ihren Schwertern rum. Lasst mich mal gucken, ob das Krummschwert besser war. Ich glaube, das war nämlich... Oder Krummsäbel. Ja, ein bisschen besser war es schon. Kann ich das tragen? Bisschen besser. So. Hey. Und ich werde hier mit Pfeilen beschossen. Konnte man hier eigentlich drüber klettern? Ich glaube, hier konnte man... Genau, hier. Ups. Hier seht ihr, man kann eben auch klettern. Funktioniert nicht überall. Also hier zum Beispiel kann ich nicht hochklettern. Aber bei manchen Mauern geht das. Muss man dann eben mal... Ugh, da hinten bewegt sich was. Und was ist jetzt mit dir hier? Okay, du redest immer noch nicht mit mir. Dann gehe ich jetzt mal weiter hier. Und ich schaue, ich schaue, ich schaue. Hier hoch, genau. Erstmal die Bogenschützen hier umgehen. Der hängt da fest, da vorne. Der hängt hier fest. Wieso kommst du hier nicht drüber? Ach, wenn ich näher komme, dann springt er da drüber. Na toll. Ich hätte die gerne mit einem Backstep hier erledigt, aber irgendwie... Ah, ne, ich gehe erstmal nicht hier hoch. Hier kann man auch irgendwie runter wieder. Oder, up, da war ich schon. Up. What? Oh Gott. 2.
Ja, beim Feuer muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil diese Fässer hier auch leicht explodieren. So, jetzt schleiche ich mich mal an. Ich will das hier mal mit dem Backstep hier schaffen. Genau, so. Aber die sind stark. So, mit dir hier. Es geht nicht immer, egal. Brandbombe, ja, Brandbomben brauchen wir. Für den nächsten Boss. So, hier haben wir einen Händler. Bei dem können wir jetzt ein bisschen was kaufen. Be a brave knight or depraved slave. The demons will snatch your soul, then you'll go mad. And those who dare cling to their humanity, it is the end of great Boletaria. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. So, was hat der denn anzubieten? Also, der hat Sichelmondgras, Halbmondgras, also Heilgegenstände. Ach, Soldatenlotus heilt Blutungen des Benutzers. Ah, da gibt es dann noch einen anderen Lotus, der Gifte heilt. Habe ich euch jetzt einen Quatsch erzählt? Blutungen ist jetzt aber eigentlich nicht so das Problem hier im Spiel. Ich glaube, das ist eher, wenn man PvP spielt, was ja hier nicht geht, weil ja die Server schon abgeschaltet sind. Und was hat der dann? Ein paar Waffen, ein Langschwert, Keule, Kurzspeer, eine Armbrust. Und ein paar Schilder hat der im Angebot. Und Bolzen und eine Rüstung, wenn man möchte. Aber sehr teuer. Ich weiß gar nicht, wer die hier schon kaufen kann am Anfang. Wahrscheinlich im NG Plus, weil da müsste man ja sich mal hier durchlaufen und Seelen farmen. Ich kaufe mir Brandbomben. Genau. Thanks for that. Come back soon. Wie viel Brandbomben habe ich denn jetzt schon? Schauen wir mal. 15. Ja, könnte reichen. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch ein paar. Aber wie gesagt, da hätte ich gerne mehr für den ersten Boss. So, und hier stehen meine Freunde mit ihrem Pfeil und Bogen. Aber die stehen da nicht mehr lange. So. Soldatenseelen. Also es empfiehlt sich hier, seine Seelen immer gleich auszugeben, weil leveln kann man sowieso noch nicht. Wo laufe ich hier hin? Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott, was habe ich hier alles im Inventar? Das wird leider immer alles sofort ins Inventar geworfen, was man hier aufsammelt. Ja. Frisches Gewürz hätte ich gerne auch noch ein bisschen. Könnte auch nicht schaden, wenn ich da ein bisschen was finde hier. Ach. Aber ich glaube, die droppen das hier nicht so gerne. Jetzt hin? Der lebt immer noch. Ach, egal. Da laufe ich jetzt nicht nochmal runter. Habe ich jetzt keine Lust. So. Jetzt gehen wir mal hier durch. Oh ja, das ist auch ein lustiges Gebiet. Hier haben wir ein paar rollende Kugeln, die einem gleich ins Kreuz fallen.
wenn man nicht aufpasst. Und da hinten haben wir schon einen Drachen liegen. Und den gucken wir uns gleich nochmal näher an. Obwohl wir da nicht nahe hingehen, nur näher. So. Da kann man nämlich da runterlaufen, aber die verbrutzeln einen da gleich. Die wird man gleich geröstet. Das hier rechts ist der rote Drache, den wir schon gesehen haben, ganz am Anfang. Und dann gibt es hier noch einen blauen Drachen. Und hier liegt jede Menge Loot rum. Aber wie gesagt, die bewachen das. Und deswegen kommen wir hier später zurück, wenn wir dann den einen oder anderen Drachen erlegt haben. Ach so, ich habe jetzt den Wasserschleier. Damit kann ich dann auch ganz gut durch dieses Drachenfeuer laufen, weil hier ist wieder mal so eine Brücke. Das ist auch irgendwie so ein Stilmittel hier in Demon's Souls und auch in Dark Souls. Dass es immer wieder Brücken gibt, wo jede Menge Typen stehen und die auch noch vom Drachen bewacht werden. Man könnte den Drachen jetzt hier anlocken. Ups. Ah. Wo ist jetzt der Drachen? Da oben kommt er schon. Komm mal, heiz den mal ein hier. Ja, was ist jetzt? Nix mit Feuer oder was? Bin ich zu früh weggelaufen. Na, wo ist er? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen... Ich dachte, der Drachen würde hier mit Feuer kommen und die ein bisschen dezimieren. Aber der will heute nicht. Er kommt immer nur und guckt und fliegt wieder weg. Oh, nee, jetzt kommen hier zu viele. Oh Gott. Nee. Oh, zu viele. Muss ich immer das Zeug hier aus meinem Inventar tun. Ja, vielleicht muss ich dann noch eine Farmrunde hier einlegen, wo ich nochmal ein bisschen Seelen farme und mir frisches Gewürz kaufe. Also ganz ohne ist echt blöd. Fliegt er wieder da hinten runter. Ich bleib mal hier oben stehen. Ich guck mal, ob er da... Oh, genau. So wollte ich das haben. Genau. So, und jetzt kannst du dich mal wieder verziehen hier. Weil dann würde ich nämlich hier gerne
gerne da durchlaufen. So, wieder weg. Gut, ich nehme mal vorsichtshalber den Wasserschleier und renn mal hier durch. Ich sammle auch nichts ein. Ich will einfach nur hier durch. Au. Autsch. Ah. Oh mein Gott. Also der Fokus hier, wenn man anvisiert, ist auch manchmal sehr komisch. So, und hier haben wir, oh, ist jetzt ein Hebel. Wo wir dann hier das Riesentor zur Boss-Arena öffnen. War ja vorher noch verschlossen. Und ach so, habe ich das andere hier, die andere Seite schon abgesucht. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas gelegen ist. Nee. Gut. Dann begeben wir uns wieder nach unten. Oh Gott. Ah, 2, 2, 2. Nee, 2 auf einmal will ich nicht. Oh. Sehen die eigentlich aus? Der hat sich hier so ein Brett vors Hirn gebunden. Kein Wunder, dass der mich nicht sieht. Mit dem Brett vorm Hirn. So, hier war, glaube ich, auch noch ein Item. Irgendwie. So. Terpentin viermal. Das kann ich auch gut brauchen, weil, wie gesagt, für den nächsten Boss brauchen wir viel Feuer. Vielleicht könnte ich auch hier mit meiner Pyromantieflamme. Oh. Oh. Komm mal da raus. Das ist irgendwie ein bisschen. Bisschen eng da. Upp. Aber ich habe beim ersten Durchlauf, habe ich ein paar Versuche gebraucht, um zu gucken, wie dieser Boss so tickt. Habe jetzt mit Brandbomben eigentlich... Was ist jetzt hier mit dir? Habe ich das mit Brandbomben eigentlich ganz gut hingekriegt. Also der Boss ist feuerempfindlich und... Jo. Brandbomben helfen. Kommt schon wieder so Typen hier mit Feuerschwertern. Schon wieder so einer hier mit dem Holz vorm Hirn. Damit das Hirn nicht wegläuft. Ah. Nochmal hier so. Ah. Die haben halt so ein Schild. Ah. Hartsteinscherbe und eine große Hartsteinscherbe. Ja, vielleicht kann man da sogar noch ein Upgrade basteln, bevor wir zum ersten Boss marschieren hier. Heldenseelen haben wir auch, aber wir können ja noch nicht leveln. Das ist echt doof. Komm, droppt noch ein bisschen was hier.
Scharfsteinscherbe. Ich weiß es gar nicht, ob ich hier... das kommt drauf an, was man hier für eine Waffe hat. Ob man mit Hartsteinscherben oder Scharfsteinscherben den Upgrade machen kann. Ja, droppt nichts. Schade. Noch ein bisschen Heilung. So, und jetzt haben wir hier auch den zweiten Shortcut geöffnet. Und hier haben wir jetzt das Tor zum Boss aufgemacht. Aber ich hatte ja hier, nachdem ich die jetzt alle hier erledigt habe, das runtergeworfen. Genau, da bekomme ich ein zerfetztes Gewand und ein altes Gewürz. Das stellt noch mehr Mana her als mein Dings und ein Jadehaarschmuck. Was kann ich denn mit dem machen? Was ist denn das? Unter was fällt denn der Jadehaarschmuck? Ein einfacher Jadehaarschmuck. Jedenfalls kann ich diesen Jade-Dingsbums da dem NPC im Nexus geben, der die Gegenstandskiste hier bewacht oder unter sich hat, quasi. Das machen wir jetzt auch gleich nochmal. Ich glaube, der Kamm war von seiner Tochter. Oh, when the surge came, when I came to, I was in the Nexus. I wish I could do more, but I am... So. Jetzt werden wir hier mal die Scherben deponieren. Die Scherben kann man immer guten Gewissens da reinlegen. Die werden automatisch dann rausgeholt, wenn man einen Waffenupgrade macht. Also die muss man dann nicht erst wieder ins Inventar übernehmen. Zerfetztes Gewand. Lege ich auch mal da rein. Ansonsten habe ich noch nichts zum Ablegen. Ja, natürlich könnte ich mein Kurzschwert da rein tun. Ich gucke aber mal. Physischer Angriff 75. Das hat ein bisschen mehr und Blutungseffekt ist das, glaube ich. Ja. Gibt sich jetzt nicht viel. Ich guck mal, ob ich ein Upgrade machen kann hier. Zum Krummsäbel 1. Ja, immerhin kann ich 5 Scharfsteinscherben habe ich. 2 brauche ich dafür. Jo, mache ich das doch mal. Und hier? Ah ja, genau. Kann ich den auf plus 2? Auf plus 3 geht, glaube ich, nicht mehr. Nee, da brauche ich 5 Stück noch. Okay. Die muss ich dann erst noch sammeln. Dann wollte ich gucken, ob hier mittlerweile irgend so ein NPC eingetroffen ist, der mir Zaubereien beibringen kann. Ist er aber nicht. Da weiß ich nicht genau, wann der auftaucht. Vielleicht nachdem ich den ersten Boss hier besiegt habe. Muss ich mal gucken. Ich werde nochmal meine Ausrüstung hier reparieren. Na? Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wohl. Oh, da sitzt der Ostrava da oben, sehe ich gerade. Dann wollen wir mit dem noch sprechen, bevor ich hier diese Folge beende. At its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights and his subjects were modest and plain. In the distant southern kingdom,
Boletaria was known as paradise, but look at what has become. I refuse to believe that this is what father wished. Ich glaube, der ist ein Sohn von dem König Aland, der hier dieses ganze Reich in den Untergang gestürzt hat. Ich weiß nicht, ob der uns dann später nochmal hilft bei irgendeinem Kampf. Wie gesagt, mit den NPC-Questlines bin ich hier noch etwas auf Kriegsfuß. Weiß noch nicht genau, welche einem da helfen oder welche einem was verkaufen oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann ja den ersten Boss mir vorknüpfen werde. Drückt mir die Daumen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.